Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Ankündigungsvideo. Und zwar, wie ihr seht, es geht um Sims 4. Und zwar habe ich jetzt vor, Sims 4 zu streamen und vielleicht auch aufzunehmen und das in Folgen hochzuladen. Aber jetzt eher um das Stream. Und zwar könnt ihr jetzt eure eigenen Sims kreieren und erstellen und in der Bibliothek, in der Community-Bibliothek hochladen mit einem ganz bestimmten Hashtag, sodass ich mir die dann einfach mal rausziehen kann und in meine Welt platzieren kann. Und zwar, ihr stellt einfach nur ein Sim, ne, so wie euch das gefällt hier. Ich erstelle jetzt nicht wirklich ein. So, wenn ihr jetzt euren Sim hier erstellt habt, brauchen wir einmal hier einen Namen. So, irgendwelche... keine Ahnung. So. Irgendwelche Merkmale. Dann geht ihr auf Sim speichern, dieses Symbol da, und dann könnt ihr hier in der Beschreibung, macht ihr einmal Hashtag und einmal den Hashtag Shirashu Stream. Darunter könnt ihr das jetzt hier, ne, speichern, sagen wir es mal so, und jetzt hier auf Haushalt in Galerie teilen. Wenn ihr darauf klickt, ist dann unter dem Hashtag, wenn ich den dann eingebe, sehe ich eure ganzen Sims und kann die dann runterladen. Beispiel hier, ne, Haushalt in meiner eigenen Bibliothek speichern. Das kann ich dann bei mir auch machen und dann kann ich sie platzieren. So, ihr habt freie Kreativität. Ich suche dann ein paar aus. Ich weiß nicht, ob ich dann alle platzieren kann, je nachdem, ne, wie fleißig ihr seid, wie viele von euch Sims spielen. Aber dann kann ich mit euren Sims interagieren. So, was mache ich in Sims 4? Ich werde wahrscheinlich eine Challenge anfangen. Ich weiß nicht, ob ich wenn ich streame, eine Challenge spiele. Aber ich werde auf jeden Fall, wenn ich aufnehme, eine Challenge machen. Und dabei brauche ich eure Sims auch, je nachdem welche Challenge. Ich habe mir überlegt, vielleicht die Teen-Challenge, dass ich einen Teenager erstelle und damit ohne Haus und ohne Geld starten muss. Und das oder der Sim erfolgreich erwachsen werden muss mit einem Haus. Was nicht gerade blöd aussieht, sagen wir es mal so. Oder die Schwarze Witwe-Challenge, die ist auch nochmal sehr gut. Ich hatte ja mal die 100-Baby-Challenge, das ist allerdings nicht so gut gelaufen, weil ich eher wirklich ja, Sims genossen habe zu spielen und nicht nur Kinder zu zeugen. Ja, deswegen ist das nicht so was. Aber so die Schwarze Witwe-Challenge wäre zum Beispiel was, wo ich ganz viel eure Hilfe brauche. Und zwar brauche ich da Männer. Auf jeden Fall Männer. Aber ich glaube, ich werde mit der Teen-Challenge anfangen. So, das ist erstmal so zu Sims 4. Ihr habt freie Wahl, ne? Männlein, Weiblein, Kind, Hund, Tier. Je nachdem, was ihr erstellen wollt, ne? Und die setze ich dann einfach in die Welt rein. Und wenn ich oder wenn wir Glück haben und ich streame und spiele, dass eure Sims dann einfach mir über den Weg laufen. So, ich kann noch nicht gut reden heute. So, ich habe jetzt bestimmt, ich habe so lange nicht mehr aufgenommen, das ist so komisch. Ich habe jetzt bestimmt 5 Anläufe gebraucht, um dieses Ankündigungsvideo zu sprechen. Naja, so, also ihr habt die Wahl, ne? Ihr könnt alles erstellen und ich freue mich auf eure kreativen Vorschläge, Sims. Ihr könnt übrigens auch Häuser bauen, das geht natürlich auch. Also ihr habt freie Auswahl und ich werde es dann in meiner Welt platzieren, in meiner Spielwelt. So, das erstmal von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen, angenehmen Tag. Ich hoffe, ihr sendet einiges ein. Und dann sehen wir uns beim nächsten Stream oder auch beim nächsten Let's Play. Bis dahin, tschüss!